Ich habe ja gesagt, dass ich ja meine Streaming-Ecke ein bisschen umbauen oder noch weiter finanzieren will oder weiter gestalten will. Das wird nämlich auch dann der Fall sein. Deswegen hoffe ich, dass das nach Ostern wird dann auch erstmal weniger Streams kommen. Aber jetzt auch für diese Woche, morgen haben wir um sie 2. Da werden wir auch noch ein bisschen gucken, was wir dann für, wenn es schlechtes Wetter ist, am Oster. Ach, wie schade. Ja, ich weiß, ich weiß. Also wenn Ostern Scheißwetter ist, nur Regen, es bezieht sich auf den Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und auf den Montag, ja. Da habe ich mit meiner Freundin schon gesprochen, werden wir streamen. Wir schließen drüben die Kamera mit an. Und dann werde man mit euch gemeinsam den ganzen Tag vor der Linse mit euch verbringen. Ja, kochen werden wir auch. Ostersonntag. Was das Kochen betrifft, das übernimmt meine Freundin. Also, sie wird 2 Gerichte raussuchen. Und dann schauen wir mal, wie das halt, wie das ist. Also einfach ein ganz gemütlich. Justin, willst du vorbeikommen? Möchtest du wirklich vorbeikommen? Dann sag jetzt ja. Also denk dran, sie kommt auch gleich in den Chat rein. Aber wie gesagt, das ist halt, ja. Sie war auch lange nicht mehr da. Nee, ich kann den Wort nicht. Wie heißt das schön? Du musst Bus fahren, ne? Halt. Ah, gemeiner Hund. Oh, was haben wir denn da schon wieder? Mann, oh Mann. Wenn ich die Reflexe nicht hätte. Ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, dass hier noch meine. Dass der Trigger noch ein bisschen zu intensiv eingestellt ist, aber naja. Nee, mein Onkel kommt zu. Ach, das ist ja schön. Ja, siehst du, Familie ist doch was Schönes. Familie ist doch was Schönes. Ja, das glaube ich. Also, wie gesagt. Was wir denn streamen oder was wir zocken, keine Ahnung, das entscheiden wir einfach dann vor Ort. Ne? Also, je nachdem, wie es halt ist. Sollte es schönes Wetter sein, werden wir an den Tag trotzdem streamen, aber wir werden halt tagsüber halt eine Fahrradtour machen. Ne? Also, V-Live-Bilder, ihr kennt die Kategorie. Da werden wir uns dann ein bisschen die Bilder dann reinposten. Ja, ein paar Touren habe ich auch schon rausgesucht, aber ja. Weil das Schöne ist, am Mittwoch habe ich sogar frei. Meine Freundin hat am Mittwoch frei und wir wollen dann die Zeit dazu nutzen, quasi dann, wie heißt, die Sachen dann schon mal auch einzukaufen. Weil ihr kennt alle, Gründonnerstag, da wollt ihr alle auf den letzten Drücker. Ich muss leider am Karfreitag arbeiten. Das heißt leider, ich wollte halt, um halt ein bisschen mehr Stunden auf dem Konto zu haben. Und da hatte ich dann noch ein bisschen was, ja, für den nächsten Monat was ein bisschen investieren kann. Also, das zu dem Zeitpunkt, ne? Wir werden, klar, werden mal wieder ein bisschen LFM, also wir werden ein bisschen trainieren. Denkt dran, am 16.04. ist dann wieder auf Kialami Rennen. Nächste Woche ist ja die letzte Woche, glaube ich, von der LFM, die stattfindet. Und ich weiß zwar nicht, was für eine Strecke da momentan gerade kommt, aber da lassen wir mal den Ball einfach mal ein bisschen flach. Ja, ich nutze lieber die Zeit, da ich jetzt ein bisschen auf Kialami trainiere, mir ein bisschen mehr davon aneigne. Das heißt, wir werden auch wieder Live-Training machen. Dass wir uns dann von Tom wieder ein Video angucken. Nehmt es mir aber bitte nicht übel, wenn ich das VOD dann nicht veröffentliche. Weil, wie gesagt, wir gucken das über einen anderen YouTube-Kanal. Ihr habt den ja gesehen, den YouTube-Kanal, den ich da gucke. Ist ein bisschen Werbung für die. Mache ich gerne. Ist ja kein, ich krieg nichts dafür. Ich will nichts dafür. Ja, aber es macht halt Spaß. So. Und aber im VOD bei mir werde ich das Ganze quasi nicht veröffentlichen, weil ich müsste ja dann fragen, hey,
geht das, kann ich das, wär euch das recht? Weil dann würde ich dann nämlich auch wieder Namensnennung machen und dann könnte ich es auch auf YouTube quasi mit die in die Liste nehmen. Gerade im Gottesdienst, ich komme nachher. Ja, gerne. Also wenn du am PC bist, dann kannst du gerne dann auf den Discord kommen. Ja, wie gesagt, wenn ihr gerne auch dazu kommen möchtet, können wir gerne noch ein bisschen schnacken. Ja, ich habe da nichts dagegen. Es wäre mir sogar eine Ehre. Muss aber ganz schön ziehen, ey. Genau. Wir haben ja auch lange nichts auf dem LS-Server gemacht. Muss ich dazu sagen, dass das ein bisschen schleifen tut. Und das ist nämlich auch nochmal ein anderes Thema. Der King. Ja, ja. Sagt er jetzt hier. Sagt er jetzt. Ja. Ihr wisst ja, ich zocke ja schon alle Arten von Simulatoren, ne? Jetzt auch für das mit Simracing. Und ich weiß, dass der eine und andere mit ein paar Sachen echt zu kurz kommt. Merke ich auch selber. ETS 2 oder ja, mit LS, ne? Dass da auch mit den Videos, dass da momentan echt, nichts kommt. Deswegen werde ich weiterhin, werden wir streamen, die Aufnahme machen, aber auch was auch Neues ausprobieren. Ja, dass auch da ein bisschen was Bescheid wissen. Also es wird in nächster Zeit sich ein bisschen was ändern. Ja, aber nichts Großartiges, dass ich irgendwelche Projekte halt aus dem Programm schmeiße. Ne? Gerade im Fantasy-Freitag. Den will ich ja auch dabei haben. Und so, du warst vorhin, Digga, ich hab ein bisschen Warteraum, ja, dann zieh ich dich gleich dazu. Ist denn keiner von meinen Mods hier? Ach, sag mal. Ja gut, Manu ist arbeiten, das ist klar. Lass ich mal kurz auf der Geraden, dann ziehe ich dich dazu. So. Dann passt das. Moin! Achso. Sag mal was. Ja, sag mal was. Ja, sag mal was, ja, moin. Gott, aber gleich immer. Ja. Ja. Also gerade was da halt denn die nächste Woche im LS betrifft, ne? Also da kommt jeden Dienstag jetzt erstmal was raus, ne? Wie gesagt, ich habe da eine kleine Änderung mit drin. Und weil ich dann auch mein Ziel mein Ziel für das Jahr ein bisschen näher kommen will. Ne? Was für ein Ziel redet man denn? Das hat er mal letztens in den Stream gehabt. Wer hat denn da aufgepasst? Wer weiß es denn noch? Ich weiß von nichts. Sagt der Anna jetzt hier. Naja. Ja. Ja, aber es geht auch ein bisschen um die Reichweite ein bisschen zu erhöhen. Ne? Vor allem jetzt, dass ich eine kleine Zielsetzung. Vielleicht habt ihr es ja heute Morgen auf Facebook oder Twitter mitbekommen. Da ich da noch ein bisschen was veröffentlicht habe. Ne? Oder wer gesagt, was geschrieben habe dazu. Genau sowas will ich halt jetzt ein bisschen tagtäglich machen. Wenn ich es halt pack. Ja, weil es halt nur so. Es ist eine Kleinigkeit, aber ich mache es halt lieber hier über den Computer als übers Handy. Weil. Ja. Mit den Hashtags zu arbeiten, dass man eine gewisse Reichweite generiert, okay, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn es funktioniert, dann ja. Aber das ist ja auch so eine reine. Nur wenn es funktioniert, Chat. Ja, so eine reine Übungssache. Ja, damit beschäftigt, so groß habe ich mich nämlich noch nicht. Ne?
Naja. Ich weiß nicht, worum es geht. Ja. Naja, nimm mich auf die Schippe, so. Naja. Was macht denn dein RP? AV haben wir zugemacht. Oh. Aber ich habe mit einer guten Freundin ja. schon einen neuen Server in Planung, der entweder Ende nächsten Monat oder Ende Mai am Start geht. Hm. Krass. Und da reden wir von Skyline City. Also richtig geil. Da kommt Too Fast and the Furious endlich mal hier in GTA rein, ne? Oh, ich sag dir, das wird richtig bodenlos. Ja, kennst ja. Weil wir mit dem Server so viele Dinge geplant haben, du wirst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als normaler Spieler auch ein Tier spielen können, wie ein Hund oder so. Mhm. Was kam denn? Um auch Haustiere zu haben. Frag mal so, was generell GTA-RP gibt es ja schon länger. Ist viel, viel, viel länger. Was ist denn jetzt in den letzten halben Jahren, was ist denn neu dazugekommen? Es hat sich viel geändert. Es sind neue Regelungen rausgekommen, auf die der RP-Server aufbauen muss. Mhm. Tun wir das nicht, wird uns das Ding direkt zugemacht. Das heißt zum Beispiel, wir dürfen keine Echtmarken mehr benutzen. Das dürfen wir alles nicht mehr. Okay. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Audi auf den Server packen, wir müssen das Logo darunter nehmen. Das Fahrzeugmodell selber dürfen wir verwenden. Da macht keiner Ärger zu. Aber das Ding ist halt, die Grundlage, dass da das originale Audi-Logo drauf ist. Okay. Das ist ein Problem. So. Urheberrecht. Schwärzt uns jemand bei 5M an, dann kommt Rockstar, die setzen sich mit Rockstar in Verbindung, dann kommt irgendjemand von Rockstar als normaler Spieler bei uns auf dem Server, das werden wir aber nicht merken, und dann guckt er sich da um und dann kriegen wir den dicken Hammer. So, wir dürfen auch bei Kleidungen, Marken wie Adidas, Nike oder was weiß ich nicht, dürfen wir alles nicht mehr verwenden. Okay. Überall die Marken runternehmen. Oder wir müssen das so umschreiben, dass das eine fiktive Marke ist. Weißt du? Also, wir können jetzt theoretisch hergehen, das Audi-Logo oben die Ringe aufmachen, sodass das 3 oder 4 U's entstehen. Wir können auch noch ein U dazu packen. Und somit haben wir direkt eine fiktive Automarke. Ja, aber ist doch auch ein guter... wenn klar, aber das muss erstmal alles gemacht werden. Klar, aber... Ja, aber wenn ich gerade was so einwerfen darf, nimm doch von dem Wort Audi einfach das UA weg. Sind halt da sehr in der Planung, weißt du? Ja, ist doch auch ein guter Name, Audi. Ja, klar. Und, was fährt denn auf dem Server rum? Ein Audi. Kein Udo, ein Udi. Das Ding ist halt, die Marken und so zu entfernen, das ist halt nicht das Ding. Ja, klar. Ja, also, ich sitze da jetzt sogar schon mit einem Kollegen dran vom Team und wir fangen an, die Marken zu entfernen. Eieiei. Das Bodenloseste, was uns immer auffällt, sind die staatlichen Fraktionen wie MD und PD. Weil... machen wir einmal. Okay. Na, da habe ich jetzt für 22 Euro ein 30 Plus Carpack kaufen müssen, weil es so schwierig war, Fahrzeuge zu finden, die alle gleich aussehen. Okay. Musst du da wirklich so viel da rein investieren? Also, ich meine... Wenn du Pech hast, kostet dich so ein Server in der Eröffnung im ersten Monat 3.000 bis 4.000 Euro. Mit einem Schlag. Okay. Krass. Wenn du Pech hast. Krass. Unser Server, der wird schon nicht günstig sein. Weil wir besitzen ja 2 Server. Wir brauchen ja 2. Mhm. Wir haben einmal unseren Hauptserver, wo die Leute RP drauf spielen können. Und dann brauchen wir ja noch einen Testserver. Mhm. Wo wir alles drauf testen können. Skripte, MLOs, Autos und all so Mist, damit wir das nicht auf dem Hauptserver machen müssen. Ach du liebe Güte. Also weil
Ich hab schon Probleme, wenn ich mir das Video für die Haut Belleron, weil das will ich jetzt eigentlich nicht so offiziell an den jetzt eigentlich sagen, aber ich bin gerade momentan meine Karte ein bisschen am Umbauen oder umgestalten für die Multifrucht-Mod, ne, dass da alles so reinkommt, was halt. Und das ist also. Ist schon heftig, ey. Da kann ich dir. Projekte sind nie ohne. Ja, das. Ich würde es am besten hinschmeißen, ey. Also wir, alleine die Serverplanung hat uns in gewisser Weise am Rande der Verzweiflung gebracht. Glaube ich dir. Weil diese Scripts und alles, die sind so bodenlos teuer. Und dann musst du zu Server Release, musst du halt auch erstmal irgendwie einen Kompromiss finden, was wir jetzt überhaupt brauchen. Was nicht, warum zeigt er mir die ganze Zeit VIP-Status verlangen an? Ist ja doof. Ja, wo? Ja, hier die Kanalpunkte. Das geht sogar, das geht gar nicht weg. Ist ja, ey. Dass du was da gemacht hast oder so. Nee, aber. Das heißt, nee, ist normal. Es ist normal. So, ja, also bist du ja noch wie bei schon mir. Am Rande der Verzweiflung. Das ist halt so. Ja, es braucht auch ein bisschen Zeit dafür, ne? Also das ist so, wie ich jetzt gesagt habe, mit dem Rettungshubschrauber, das Projekt. Ich habe mich da ein bisschen verschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht, was das Finanzielle betrifft, aber was für ein Aufwand das da ist. So. Und weil zum einen, du brauchst diese Side-Throttle, du brauchst ein paar andere Hardware-mäßig, wir haben ja drüber geredet, und ich brauche eine SSD, also eine schnellere Festplatte, bloß eine 5 Terabyte, ne? die kostet ja auch mal wieder fast bei 239, also ich habe... Ja sicher, das ist ja das. Genau. Und gerade wenn man dann sagt, hey, du machst das mal, ich mache jetzt erstmal meine Streaming-Ecke fertig oder alles weitere dann, da muss ich auch gucken, wie effizient du das alles halt baust, ne? Und manche Sachen könnte man halt schon nach hinten verschieben. Was ich dazu schon mal sagen muss, ich bin ja froh, dass ich die ganzen AirPods, Helipads, Szenarien, auch die Rettungshubschrauber von Halbe Performance Group oder auch den FS20. Also den Microsoft Flight Simulator 2020, dass ich den schon habe, ja, dass ich das alles da schon mal einstellen kann. Das heißt, ja, selbst Jahre später kann ich da immer noch was rein investieren. Ja, aber das große Problem ist halt einfach, dass wir merken das selber im Team, du nimmst dir was vor, das ist ja auch alles schön und gut, und dann hast du bis zu einem Zeitpunkt X, hast du das Glück, dass es funktioniert, ne, so wie du es dir vielleicht gedacht hast. Und dann kommt aber irgendwas und alles steht Kopf. Und es knockt dich aus, und, ja. Genau. Und dann wirft dich das wieder zurück, weil ich kann dir jetzt wirklich sagen, was so ein scheiß Handy kostet für GTA, fürs RP. Ungelogen 80 Tacken. Ach du Scheiße. Ne, also das ist halt... Und dann brauchst du ja diverse andere Dinge noch. Dann brauchst du einen Jobs Creator, wo du die Jobs drüber erstellen kannst, damit du auf dem RP-Server überhaupt irgendwas machen kannst, damit du überhaupt arbeiten kannst. Der ist auch schon bodenlos teuer. Unser Anti-Cheat-System kostet auch weit über 100 Euro. Das ist einfach nur da, und Modder vom Server wegzuhalten. Sobald die was sich entschieden oder so, greift unser Anti-Cheat-System und bannt denjenigen sofort weg, wegen Modding.